Ich begrüße euch. Nicht schrecken, ich verwende einen Filter, weil ich es hier heute, obwohl die Sonne scheint, irgendwie finster finde. Aber vielleicht ist es momentan so, dass ich es alles heller haben möchte. Obwohl, das ist jetzt gar nicht mein Thema. Irgendwie bemerke ich, heute ist der Ton irgendwie anders da in den Raum. Er ist gedämpfter, obwohl sich auch nichts verändert hat an Stoffen hier. Ich habe das Gefühl, es ist momentan total die Zeit einer Veränderung. Es ist stark. Vor allem, weil eigentlich war das jetzt gar nicht mein Plan, hier zu sprechen über Veränderungen, aber irgendwie kommt das jetzt gerade. Eigentlich war mein Plan, über Uhren zu reden oder die Uhrzeit, als ja, was das mit uns macht, aber vielleicht kommen wir dann noch dazu. Momentan möchte ich mal spüren, warum ich da jetzt überhaupt dieses Veränderungsgefühl gerade habe, weil eben hier der Ton anders ist. Ich bin hier in einem großen Zimmer. Ich probiere es einmal, ob ich das so ein bisschen einfangen kann und ob das überhaupt jetzt so funktioniert mit dem Umschalten. Ich glaube, das funktioniert gar nicht, weil ich so einen Filter habe. Und ich glaube, ich muss meine Brille ändern. Das hat gerade gekracht. Ich glaube, lang heute nicht mehr. Na, siehst? Ja, kann ich jetzt nicht umdrehen. Aber ich kann dann, ich habe ein Foto. Das ist wohl verzerrt, weil es mit Fisch, wie sagt man da? Mit seinem Weitwinkelobjektiv, ne? So Fischobjektiv sagt man auch gern dazu, aufgenommen worden ist und das verzerrt ein bisschen. Also es ist auf dem Bild noch größer, als es doch ist, das Zimmer. Aber es ist groß genug. Es hat aber wenig Stoffe herinnen, sodass normalerweise immer halt und irgendwie kommt es mir heute gedämpfter vor. Aber es kann sein, Moment, damit man, es kann auch sein, dass es, weil es draußen eiskalt ist, weil wir minus 10 Grad oder sowas haben. Und da kann es schon sein, dass das vielleicht hier drückt, um das ein bisschen physischer hier wahrzunehmen. Aber nichtsdestotrotz wird uns im Außen immer gezeigt, was gerade ansteht. Und das ist Veränderung. Und bei mir ist gerade sehr viel Veränderung. Ich bin gerade so am Arbeiten. Ich bin heute den ganzen Vormittag am Laptop gesessen, weil ich eigentlich noch diese Aufgaben für die Newsletter machen möchte. Ich habe noch nämlich keine einzige fertig und ich muss ja das machen, weil ab 1. März geht es los und man glaubt gar nicht oft, was für Arbeit dahinter steckt. Ich meine, immerhin werden es 20, also 21 Briefe, die ich innerhalb kürzester Zeit rausschicke, also innerhalb von 21 Tagen. Und die möchte ich ja vorbereiten, weil ich kann nicht jeden Tag da jetzt hoffen, dass ich gut drauf bin und das machen kann. Jetzt möchte ich das vorbereiten und muss einige Arbeiten, einige Aufgaben schon vorher machen, damit ich ein Foto auch schicken kann. Und ich weiß, vielleicht gibt es einige YouTube-Zuseher, die sich nicht beim Newsletter eintragen wollen und davon wissen wollen. Vielleicht gibt es nächstes Jahr auf YouTube, ich weiß es noch nicht. Man weiß auch gar nicht, ob es nur YouTube gibt, ob es überhaupt alles noch gibt. Nein, oh ja, es gibt schon noch. Das ist auch so ein Thema, das ich schon einmal besprochen habe, wo oft gesagt wird, YouTube und alles, das gibt es nachher nimmer mehr. Also Facebook und Instagram und die ganzen Seiten wird es dann nicht mehr geben. Das sind so Aussagen aus. Gerne wird das bei Telegram verbreitet und auch bei den anderen mittlerweile Videoanbietern, da gibt es so viele mittlerweile auch,
Aber jeder baut sich seins auf und das sind jetzt lauter kleine und der YouTube ist doch schon groß und das sind sehr viele, die davon leben, die ihren Lebensunterhalt auch da verdienen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist, dass da auf einmal lauter, dass die alle kein Geld mehr haben und oder nicht überleben können. Also darum, ich sage einmal, solange es Geld gibt, das wir benötigen, um hier überleben zu können, das extra so aussprechen, so betonen. Solange es das gibt, solange wird es auch YouTube geben und auch Instagram, weil da gibt es auch viele, die verdienen damit mit ihren Werbungen. Finde ich nicht so gut, aber ja. Aber die Menschen, die das tun, die wissen oft gar nicht, was sie dort tun und sind eigentlich gute Menschen, haben wirklich gute Ansätze und gute Ideen und motivieren die Leute auch wieder zu leben. Nur leider Gottes fallen sie halt oft auf Leute rein, die sagen, die und die Werbung müssen sie machen. Und daher wird das halt gehandhabt. Ich sage mal, es wird sich verändern, YouTube, Instagram und so weiter und Konsorten. Es wird sich verändern. Vielleicht gibt es halt diese oberen Chefs gibt es nicht mehr. Also das heißt, YouTube und das alles wird es schon noch geben, aber nicht einmal unter einem anderen Namen, weil sonst, also ja, vielleicht einen anderen Namen, dass wir nur mehr Veränderung haben. Aber weg werden wir nicht sein. Nein. Ihr werdet mich da noch lange sehen, sofern es alle wollen. Gut. Wie gesagt, eigentlich war ja das nicht das Thema, sondern das Thema war die Uhrzeit. Ich schaue nur gerade, wie viele Minuten ich schon geredet habe und verplappert habe, aber wenn man gedacht habe, ich warte, ob da noch was kommt. Ja, es kommt schon. Okay, ich soll über die Veränderung reden. Gut. Eigentlich, wie gesagt, ich war eigentlich bei der Uhr. Gut, ich habe mir nämlich noch was aufgeschrieben. Ja, wirklich, das war wirklich nicht mein Plan. Mein Plan war, mein letztes Thema Uhrzeit und Kontrolle, weil das habe ich heute, ist mir das zu spüren gekommen. Und jetzt heißt es Veränderung. Und ich bemerke auch, es wird auch wieder halliger herinnen. Also es ist wieder anders, es ist wieder so wie vorher. Drum, das war nicht physisch, das war schon für mich das Zeichen, hey, da hat sich was verändert. Und ich habe mir ja wie immer kein Datum zu meinen Notizen geschrieben, aber ich glaube, das war vorgestern. Ist mir gekommen noch einmal die Vorhersage für Februar. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich mache ein Kartendeck. Ich ziehe noch ein paar Karten. Aber so weit ist gar nicht gekommen, weil jetzt sitze ich da und soll das, was ich mal notiert habe, über Februar, dass Veränderungen kommen. Jetzt habe ich mich natürlich nicht vorbereitet, jetzt muss ich das nochmal lesen, was ich mal so Notizen gemacht habe. Also, gut, die Energie der Veränderung ist angebrochen, ist mal gesagt worden. Genau, manchen müssen es und manche dürfen es. Es ist da kein Unterschied. Der muss, wird gezwungen, der es immer schon innerlich schon immer wollte, aber sich nicht getraut hat. Also der wird gezwungen und geh auch du eine Veränderung ein. Sollte sie gerade keines abzeichnen, dann hole dir bewusst eine herbei. Siehe Videos. Das habe ich mir so notiert. Oder das sind so Notizen, die ich teilweise angesagt bekomme. Siehe Video, das war dann von mir, weil das sind die Videos, die ich schon gedreht habe im November. Ich glaube, 4 Videos habe ich geschrieben über gedreht über Veränderungen, was man alles so im Leben verändern kann, wenn jetzt keine Veränderung bei dir ansteht. Wenn jetzt eine bei dir ansteht und du haderst, dann das ist die Energie,
die jetzt einfach ansteht. Jetzt wird verändert im Februar. Es gibt diverse Veränderungen. Es gibt Veränderungen beruflicherseits. Manche werden dazu gezwungen, indem sie immer mehr und mehr Hürden in den oder Steine in den Weg gelegt bekommen. Man sagt oft, ja, okay, nimm die Steine und bau dir ein Haus damit, aber da kannst du auch mauern und das ist vielleicht nicht gut, weil dann tust du wieder einkapseln, da ist besser. Nimm das auch einmal so hin, dass da Steine in den Weg gelegt werden, weil du sich nicht mühselig wegräumen sollst, sondern eine andere Richtung gehen sollst. Das war früher, wo es geheißen hat, wo gesagt wurde, es ist ja nicht so schlimm, wenn der Steine in den Weg gelegt werden. Gehst halt rundherum oder oben drüber oder was. Ja, kannst du auch machen, du musst aber nicht mehr. Du musst nicht kämpfen, um zu überleben. Es geht auch leichter. Es heißt ja nicht, dass du jetzt umdrehst, sondern einfach einen anderen Weg einschlagst. Einen ungewissen Weg ins Neue. Dieser ungewisse Weg ins Neue, wir wollen doch das neue Leben. Wir wollen doch die neue Welt. Und keiner weiß wirklich, wie es dort aussieht, weil wir haben keine Fotos, keine Filme darüber. Obwohl es uns in Filmen und überall gezeigt wird, wir müssen es aber dann doch wiederum selber zusammenbasteln im Kopf und genau das wird dann auch manifestiert. Nur es ist so, dass du erst ein neues Leben bekommst, wenn du ein altes abschließt. Vorher geht's nicht. Das ist so, du kannst nicht inkarnieren in ein neues Leben, bevor du nicht diesen Körper loslässt. Zum Beispiel. Will man aber nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, bitte lasst den Körper los, obwohl ich weiß nicht, warum mir das gerade als Beispiel gegeben wird. Vielleicht ist es für manche so, dass sie nicht länger festhalten sollen. Das merke ich immer zum Beispiel im Pflegeheim. Menschen, die bettlägerig sind, die richtig nur da sind, was mir aufgefallen ist, meistens sind sie nur da, weil sie Angst haben. Das sind verschiedene Ängste. Es gibt vor allem die große Angst, bei vielen Leuten ist es hier, die sehr katholisch sind und in die Kirche gegangen sind und dann erfahren, wenn man nicht brav war, dann kommt man in die Hölle. So, jetzt war da irgendetwas in ihrem Leben, wo sie bemerkt haben, das war nicht so gut und sie müssen sich noch entschuldigen und warten, bis der Besucher kommt, dass sie sich entschuldigen können. Dann sind sie vielleicht aber so dement und so in ihren Körper eingesperrt, dass sie das nicht aussprechen können, was sie wollen. Und haben das Gefühl, ich habe mich immer noch nicht entschuldigt, obwohl der Besucher vielleicht schon ein paar Mal da war. Aber es hat nicht funktioniert, weil der Körper nicht mehr so funktioniert hat. Ich habe dann Eingebungen oft gehabt als Ehrenamtliche. Ich soll jetzt bitte ins Pflegeheim gehen und den Leuten sagen, es ist alles erledigt, sie können gehen, das ist nichts mehr. Und ich habe gesagt, nein, ich kann ja nicht jetzt reingehen und das Ganze machen. Und dann war aber so, oh ja, du gehst jetzt. Und ich dachte, gut, okay, ich bin halt dann reingegangen in das Pflegeheim und dann war es so, dass eine Person, die schon lange im bettlägerig ist, wo schon einmal eine Schwester gemeint hat, ich soll zu ihr vorbeischauen, weil ich schon einer anderen geholfen habe, über die Brücke zu gehen. Und ich wollte eigentlich gar nicht anfangs da reingehen, das war gar nicht meine Absicht, nur ich sollte jemanden holen für eine Geburtstagsfeier und die war gerade in demselben Zimmer wie diese Dame. Und als ich die eine Dame holte, habe die andere gesehen und dann war sofort der Impuls, ihr gilt die Botschaft. Ich habe mich hin und wie gesagt, ich war bettlägerig, hat sich kaum mehr bewegt und nicht mehr reagiert und ich habe gesagt,
Frau Punkt, Punkt, Punkt. Übrigens, ich soll ihn ausrichten. Es ist alles erledigt da. Es ist alles entschuldigt. Sie haben ja alles erledigt. Es gibt nichts mehr zu tun. Man wartet schon drüben auf Sie. Sie dürfen schon gehen. Und plötzlich greift sie mit ihrer Hand nach mir und ich gab ihr die Hand und sie drückt sie mir. Und ich bemerkte nur ein Lächeln und es waren dann 2 Wochen später, konnte sie endlich gehen. Es war immer so, wenn ich mich von jemandem verabschiedet habe, waren das 2 Wochen später, ist er gegangen. Und das war irgendwie so immer ein Gespür. Es war zum Beispiel eine Frau, die hat da und gesagt, wenn ich gesagt habe, auf Wiedersehen, und sagt, ja, wer weiß, ob wir sich noch sehen, sage ich, oh ja, wir sehen sie noch. Und irgendwann war das Gespür da, wo ich gesagt habe, da habe ich nicht das Gespür, das war automatisch. Sie hat gesagt, ah, wer weiß, sehen wir sie noch. Das hat sie, wie gesagt, immer gesagt. Und die hat nachher gesagt, ja, war nicht da, dann sehen wir sie dann woanders. Und tatsächlich, wie ich wiederkommen war, war sie nicht mehr da. Also und ich bin nur alle 2 Wochen hinkommen. Also das war so wirklich, ich habe immer verabschiedet. Und das hat mir irgendwo gefallen, weil ich wusste, dass ich auch manche endlich erlösen konnte. Manche brauchen die Erlaubnis. Da war eine Dame, die hatte irrsinnig viel Schmerzen dann schon gegen Schluss. Und wir haben sie immer super unterhalten. Und sie hat nachher gesagt, weißt was, am liebsten würde ich die Augen zumachen und immer mehr aufwachen. Und ich habe gesagt, ja, dann tu's. Und 2 Wochen später war sie tot. Also es ist wirklich so, manche brauchen die Erlaubnis, gehen zu dürfen. Ich möchte hier jetzt nicht zu einem Suizid aufrufen. Im Gegenteil. Beim Suizid ist es so, bist du noch nicht in der hohen Schwingung, dass du sagst, du nimmst jetzt hin, dass du gehst und machst dein Leben wieder dort und dort. Also wenn du das noch nicht weißt, wie das funktioniert, wie das geht, dann ist das keine gute Idee. Weil dann bist du noch hier auf 3D, auf der Erde. Und da ist es so, dass du ja eine bestimmte Aufgabe hast. Wenn du Suizid begehen würdest, dann heißt es, okay, diese Aufgabe wurde nicht erledigt. Das heißt, es kann irgendwas sein, was wirklich schwierig ist. Aber dann musst du noch einmal hierher auf die 3D und noch einmal nicht dasselbe Leben leben, aber vielleicht in einer abgeschwächteren Form so ein ähnliches Leben leben, damit du dieses Gefühl oder diese Lernaufgabe noch mitnehmen kannst. Also daher würde ich davon eher abraten und warten, nur wenn es soweit ist, dass es nachher so sein kann, das heißt so, und jetzt bist du, dein Körper kann nicht mehr, es ist jetzt quasi Schluss. Wow, wozu was für ein Thema komme ich halt? Das ist quasi Schluss. Dann ist es so, dass du loslassen darfst. Weil wenn du daran festhältst, dann wird es schwierig. Dann gibt es, für alle ist es schwierig. Wenn du loslässt, dann ist es ein Rübergleiten. Das gilt aber auch für die Hinterbliebenen. Wenn ihr immer festhält, dass ihr sagt, also jetzt nicht jetzt ein Körper, der im Spital liegt und wo es darum geht, ausschalten oder nicht ausschalten, sondern auch wenn der schon tot ist und du hältst noch fest und du willst ihn haben und du trauerst irrsinnig, dann gibst du ihn nicht frei. Die wollen dann auch, es ist jetzt nicht mehr so, wie einmal gesagt worden ist, dass viele Seelen hier sind, die sie nicht mehr rüber können. Die sind immer da, also sie sind nach der Reihe jetzt auf ihren Bestimmungsort gegangen, also sie sind alle abgeholt worden, in guten. Dadurch ist niemand mehr jetzt in einer Zwischenwelt, also ihr braucht keine Angst haben, wenn jetzt jemand von euren Angehörigen stirbt, die angetupft worden sind sozusagen, dass sie dann irgendwo in einer Zwischenwelt gefangen sind. Nein, das gibt's nimmer mehr. Das wurde aufgelöst. Das wurde nämlich
erst herbeigeführt durch solche Nachrichten, wurde das herbeigeführt, dass eben auf einmal eine Mauer entstanden ist und sie nicht weiter konnten. Das wurde aber aufgelöst und somit steht das auch nicht mehr im Feld. Das gibt es nicht mehr. Die Leute, also es gibt keine Seelen mehr in so einem Zwischenraum, wo sie leiden könnten. Ja, also sie sind drüber. Sie können nur nicht gleich weitergehen, wenn sie zurückgehalten werden von einem Hinterbliebenen. Wenn der loslässt und sagt, okay, er ist jetzt drüben und er kommt dann wieder zu mir, wenn es nötig ist, dann wird es auch so sein und du wirst ihn spüren. Und es ist auch nicht so, wie es früher geheißen hat, dass man ihm lange Zeit dafür geben muss. Es hat einmal geheißen, ja, der muss schlafen. Nein, ist nicht wahr, das stimmt auch nicht. Das war auch eine Fehlinformation. Möglicherweise gibt es welche, die haben ein bewegtes Leben und mussten da viel mehr abspeichern und das dauert ein bisschen länger. Andererseits ist es aber so, dass es ja, und manche geht es wieder ganz schnell, aber wenn man richtig schaut, es gibt kein Zeit und kein Raum. Das heißt, bei denen geschieht alles gleichzeitig. Das, was sie jetzt quasi da erleben, könnte bei uns, wenn wir das hier machen würden, 2 Monate dauern, aber nicht dort. Dort sind es vielleicht 2 Sekunden. Versteht, was ich meine? Oder gar keine Sekunden, weil es ja alles gleichzeitig und jetzt passiert. Also wir sind da so langsam, da sind die schon komplett fertig, also wir können gleich wieder mit ihnen kommunizieren. Aber nicht, wenn wir von Anfang an festhalten, weil wenn du so richtig festhältst und du willst und willst unbedingt jetzt und jetzt ein Zeichen, dann wird es nicht funktionieren. Das ist genauso, wenn du jetzt genau deinen Schlüssel suchst und nicht findest, du wirst ihn nicht finden. Erst wenn du was anderes suchst, dann findest du ihn. Oder dir fällt ein Wort nicht ein, partout nicht ein und dann wirst du es auch nicht, das wird dir nicht einfallen. Erst wenn du wieder von einem anderen Thema redest, dann, ah, das Wort wollte ich vorhin sagen. Also darum, so funktioniert es auch bei deinen Verstorbenen. Du kannst nicht gleich mit ihm reden. Also nicht so, wenn du festhältst. Du kannst schon gleich mit ihm reden. Wenn du losgelassen hast und er gehen darf, dann kann er auch wieder kommen. Aber er kann ja nicht wieder kommen und gelernt haben, wie er mit dir kommuniziert, wenn du ihn nicht gehen gelassen hast. Also sollte, ich komme heute wirklich, verstehe nicht, aber so soll es anscheinend sein. Mein Plan war ganz ein anderer. Wir sind jetzt von Veränderung dorthin gekommen und so meine ich auch Veränderung jetzt nicht nur in Veränderung körperlicherseits oder dass man, ja, vielleicht geht es darum, um die ganze Welt zu verändern. Vielleicht geht es darum, dass in den Februar viel bei jemandem viel davon passiert. Nur bei mir nicht, ich weiß es nicht und dadurch ist das sowas wie eine Vorhersage für Februar, dass Februar viele Veränderungen bringt. Was ich gehört habe, gibt es einige, die eben eine berufliche Veränderung dieses Monat noch durchmachen, was halt eine Auswirkung erst dann im nächsten oder im übernächsten Monat hat, aber die Entscheidung zu einer Veränderung, die ist jetzt schon da. Da habe ich schon viele gehört, also mehrere gehört, die beruflich jetzt gerade eine Veränderung durchmachen. Es waren die letzten 2 Jahre durch das, dass wir gezwungen worden sind, in verschiedenen Berufen zu sein, wurde schon sehr viel Veränderung, ist schon sehr viel Veränderung stattgefunden, aber jetzt kommt es noch einmal und das hat gar nichts mit einem Virus oder sonstigem zu tun, sondern einfach nur, weil die geistige Welt dir jetzt zeigt und dir Stolpersteine und alles Mögliche in den Weg legt, damit du endlich kapierst, dass hier Ende ist und du einen neuen Weg einschlagen darfst. Und noch einmal, du kannst, und deswegen bin ich dann auf das andere Thema gekommen,
Du kannst erst eine Tür aufmachen, nachdem du eine geschlossen hast. Also das heißt jetzt nicht, dass du erst wirklich von diesem Job weg sein musst, um einen neuen zu beginnen. Aber die Entscheidung, dass du dort gehst, die muss definitiv da sein. Das heißt, eine Kündigung muss geschrieben sein oder ein anderes Thema, also muss eine Kündigung, sondern vielleicht eine Versetzung oder irgend sowas in die Richtung, ja. Aber es muss eine Veränderung sein. Es muss eine Entscheidung, eine definitive Entscheidung sein zu einer Veränderung. Dann tut sich das erst das Neue auf. Ich kann kein Haus bauen auf einem Platz, wo noch ein altes Haus steht. Ich muss zuerst das alte wegräumen, dann kann ich das neue draufbauen. Bei mir war es so, als ich kein Geld hatte, wo es mir wirklich zu dreckig gegangen ist, da hatte ich einen Job, der war eigentlich nur als Übergangsjob gedacht. Und dann war ich 5 Jahre dort, eben weil ich mir dachte, ja, aber wenn ich da jetzt nicht gehe, ich habe da nichts, ne? Wir haben ja kein Geld. Und mein Mann war gerade zu dem Zeit arbeitslos, wo ich komplett fertig war. Ich war depressiv, wusste das nicht, dass das Depressionen sind, aber ich wollte gar nicht aus dem Haus, wollte mit niemandem fort und gar nichts. Und gerade mal meine Freundin, mit der habe ich, von ihr habe ich mich überreden lassen, dass ich mich mit ihr triff. Dann hat sie mir gesagt, ja, mein Gott, na, wegen dem Lohnvorschuss zahlst du mal zurück, nimmst einen Kredit auf. Es gibt eh kaum jemanden, der keinen Kredit mehr hat. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und ich habe dann entschieden, dass ich kündige, obwohl mein Mann nur eine mündliche Zusage hatte von einem Job, der aber Monate später erst beginnt. Und ich wusste, wenn ich jetzt kündige, dann bin ich einen Monat mit ihm gemeinsam in der Arbeitslose und das werden wir schon irgendwie überbrücken und dann hoffen, dass er seinen Job bekommt. Aber wusste, ich konnte keinen neuen Job gleich angehen, weil ich war fertig. Aber genau als ich die Entscheidung traf, ging es bergauf, weil als ich die Entscheidung traf, dass ich kündige, ist mir einmal so gut gegangen, also wirklich von einem Tag auf den anderen, wollte ich nur mehr fortgehen und leben. Die Depression war weg, also das war eine Last, ohne dass ich es bemerkt habe. Und dann folgte dann die definitive Kündigung und knapp bevor ich dann eben den letzten Arbeitstag hatte, bekam mein Mann einen Anruf, er müsste um 2 Wochen früher anfangen als geplant und diese wären dann aber für alle 2 Wochen gleich in der Steiermark, also er wäre dann längere Zeit weg. Was natürlich Zulagen, wäre Wochenende arbeiten und Diäten generell für jeden Tag. Zusätzlich zum tollen Gehalt kam. Das heißt, wir hatten unterm Strich dann mehr, weil ich aufgrund meines Gehalts vorher ein gutes Arbeitslosengeld bekam. Also wir hatten unterm Strich mehr als vorher und ich durfte endlich einmal durchatmen und nichts tun. Ich habe in dieser Zeit wahnsinnig viel gebastelt, gehäkelt und sonst und habe das nachher auf Weihnachtsmärkten und überall verkauft und konnte da auch noch nebenbei was nehmen. Und habe ihn dann erst, ich weiß nicht, 5 Monate später dann wieder in den Job eingestiegen. Erst als ich wieder bereit war, hatte ich auch gleich meinen damals wirklich Traumjob gefunden, den ich erst gekündigt habe, weil ich eben weggezogen bin und mir dann das Pendeln zu viel wurde. Also, es wird immer alles dann gut. Wenn du endlich dieses alte, grausame loslässt, dann kann erst das schöne Neue kommen. Und das ist es. Wir verlassen jetzt die grausame Welt und gehen dann in die neue, schöne Welt, die wir uns schon vorstellen. Nur muss es jeder mal beweisen, dass er das selbst bei sich auch kann, dass er sich entscheidet, dass er sich entscheiden kann. Deswegen entscheide dich, geh jetzt von dieser grausamen Welt weg, die du gerade hast, und geh in die neue Welt. Entscheide dich eben für die neue Welt, auch wenn sie noch nicht
da ist und du nicht weißt, wie sie aussieht und noch so ungewiss ist. Aber lass doch dieses dreckige alte Bild endlich fallen. Geh weg. So. Ich hoffe, ich habe da wieder ein bisschen mehr Zunder reingegeben, um dir eine Entscheidung zu erleichtern, obwohl die geistige Welt macht das schon bei dir. Also dort, wo die meisten Stolpersteine sind, heißt es jetzt nicht immer nur, da ist noch was in deinem Leben, das musst du noch bearbeiten. Das sind noch Schattenseiten. Das heißt es nicht immer. Das heißt nur, will ich da wirklich noch weitergehen? Will ich immer noch kämpfen? Oder entscheide ich mich endlich einmal für mich und gehe einen friedlicheren Weg, auch wenn er noch sehr ungewiss ist. In diesem Sinne, viel Spaß beim Entscheiden. Tschüss!